ein goldener Stinkefinger über dem Parlament. Transparente davor, so demonstrierten die Aktionisten und Aktionistinnen der Freunde des Wohlstands gegen Banken und Transaktionssteuer. Ihr Idol Frank Stronach, er soll ohne Wahlen ihr Bundeskanzler sein. Wie die Demo ausging und was noch so vor dem Parlament passierte, Ziege TV war dabei. Ja, anlässlich der geplanten und kommenden Transaktionssteuer haben wir gesagt, wir werden hier ebenfalls wieder ein Zeichen setzen. Wir haben ja schon immer dagegen demonstriert, jetzt ist es leider wahrgenommen geworden. Und aus dem Grund wird hier ein Ballon aufsteigen, ein goldener Stinkefinger, und das wird sozusagen unser Projekt Stratos 2.0. Es wird ein Weltrekordversuch, es wird der erste Stinkefinger, der jemals in der Geschichte des österreichischen Parlaments sozusagen darüber schweben wird. Seit wann sind die Vorbereitungszeiten? 2 Jahre hat das gedauert. Die haben, wie gesagt, 2 Spezialisten, die 2 Jahre lang jetzt ausgebildet wurden. Und auch sonst diese ganzen logistischen Geschichten, das war natürlich schon sehr aufwendig. Quasi wie im Kongo oder wo Diktatur haben wollen. Ja? Aber man muss schon sagen, es braucht eine starke Persönlichkeit, die einfach den weniger Bemittelten, um es einmal ganz weit zu formulieren, sagt, wo es lang geht und wie etwas am besten zu machen wäre. Natürlich soll das nicht heißen, dass da keiner mehr mitreden darf, das ist ja eh klar. Ja? Aber ein bisschen eine gemäßigte Diktatur, das wäre einfach die bessere Variante. Wer rechte für reiche Leute? Jawohl! Jawohl, mehr Rechte für reiche Leute! Mehr Rechte für reiche Leute, meine Damen und Herren! Ja. Für eine gemäßigte Diktatur! Für eine gemäßigte Diktatur, meine Damen und Herren! Das sind unsere, unsere Picknick-Champagner-Gläser. Warum verlassen Sie Ihr Schloss, Ihre Luxuswohnungen und gehen hier in die Kälte? Was wollen Sie damit bezwecken? Schauen Sie, uns weht ohnehin schon seit vielen Jahren ein eisiger Wind sozusagen ins Gesicht, und das macht uns jetzt auch nichts mehr aus. Wir haben eben 2 Kollegen, die sich da ausbilden haben lassen in einem Standort in den USA, der US-Luftwaffe, wo sie ausgebildet wurden, wie sie sozusagen diesen Ballon manövrieren, und wir haben uns da ganz auf das Geschick dieser 2 Leute verlassen. Wie schaut es denn aus, dann, wenn man eine gemäßigte Diktatur ist? Wem wünschen Sie sich denn an der Spitze?
Unser Wunschkandidat ist natürlich der Herr Frank Stronach, weil der sich für unsere Bedürfnisse bestimmt am besten einsetzen wird und der ja auch im Volk sehr großen Zuspruch findet. Also wir sind jetzt nicht direkt für Wahlen, wir finden, das könnte man auch viel billiger machen, den gleich an die Spitze der Diktatur setzen und der wird schon gut machen für uns. Erwarten Sie sich von Herrn Stronach Unterstützung für Ihr Geschäftsgebaren? Erwarten Sie sich vielleicht noch mehr Geld, als Sie haben? Das haben wir wirklich nicht notwendig, aber natürlich wird es Vorteile für uns geben. Sie können das auch online mitverfolgen, im Internet natürlich. Wir haben, glaube ich, mindestens 27 Twitter-Meldungen bekommen für unsere Aktion und wir haben auch gesehen, auf Google hat es circa 23 Zugriffe gegeben, wo wir dieses Projekt eben angekündigt haben. Wir haben ja auch eine eigene Website, wir haben eine Campaigning-Agentur engagiert, die dieses ganze Projekt eben darstellt und mit uns plant. Und das hat sehr gut funktioniert, ja. Warum gehen Sie so los gegen die Neidgesellschaft? Ich meine, die wollen ja auch Geld haben. Ja, dann sollen sie es verdienen, das ist es ganz einfach. Wir haben ja nichts dagegen, wenn Leute strebsam sind, wenn sie eifrig sind, wenn sie brav zur Schule gehen und etwas lernen. Jeden wird es ja nicht gleich in die Wiege gelegt durch eine Erbschaft oder durch den Adelstitel oder so. Aber was wir ganz einfach nicht wollen, ist, dass sozusagen diese Pogromstimmung, die hier in Österreich jetzt entsteht, dass an der einfach noch weiter gezündelt wird. Wir haben beispielsweise jetzt in Linz am 20. eine Charity-Lesung, wo wir engagierte Autoren bekommen haben, die mit uns für die Opfer des kommenden Weltunterganges beispielsweise spenden. Ja. Und das wird ein wirklich sehr luxuriöses und schönes Fest werden. Und wir lassen uns da wirklich nichts zu Schulden kommen. Wollen Sie dann auch in die Politik oder lassen Sie Herrn Stronach die Arbeit machen? Da steht wirklich sehr viel davon. Wichtig ist, dass es einfach Leute sind, die Löhne gezahlt haben, die Gehälter ausgezahlt haben. Ich glaube, die wissen wirklich, wie der Hase läuft und was in der Politik zu tun ist. Die anderen, ja gut, die können auch sicherlich ihren Senf dazugeben, sehen eh, was dabei rauskommt. Aber wir haben da jetzt schon so lange zugeschaut. Jetzt ist es wirklich Zeit für eine gemäßigte Diktatur und für einen Umbruch. Schauen Sie, in China funktioniert das ja auch sehr gut. Dort ist es so, dass der Mittelstand immer größer wird, die Rechte werden ein bisschen eingeschränkt, aber der Mittelstand wächst. Bei uns haben die Leute alle Freiheiten, jeder kann den Mund aufmachen und irgendeinen Blödsinn sagen. Und was passiert? Der Mittelstand wird immer kleiner. Und das kann einfach nicht so sein. Wir sind natürlich auch für den Mittelstand. Ja? Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich noch etliche Zeichen dieser Art setzen. Und wir haben eine Plattform gegründet, dass wir eben den Wahlkampf von Herrn Stronach wirklich aktiv unterstützen. Nun waren ja viele Adelige, hunderte, tausende kann man sagen, bei dem Begräbnis seiner kaiserlichen Hoheit von Habsburg. Stellen Sie sich vor, dass sich einmal auch die ganzen Adeligen vereinigen können und hier auf der Ringstraße mit ihren Freunden demonstrieren können oder Sieg feiern können. Das wäre sehr schön. Wir haben auch schon einmal jetzt gedacht, dass wir so eine Art Hausbesetzung machen. Ich weiß es nicht, eventuell wird es das Schloss Belvedere oder Schönbrunn sein, denn diese Dinge haben ja eigentlich früher wirklich uns gehört und jetzt stapft der Pöbel durch, macht Fotos, ätzende Bemerkungen und dagegen sind wir einfach. Ja. Ja, wenigstens dürfen sie nicht mehr von unserem Geschirr essen. Ne? Ja, ich meine, das haben wir noch rechtzeitig in Sicherheit, also unsere Großeltern noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können, aber die Gebäude, die werden jetzt touristisch genutzt. Ich denke, sie schauen auch gut aus, wenn man sie von außen ansieht. Also man muss nicht überall hineingehen. Ich gehe ja nicht in irgendeinen Bezirk in einer Arbeiterwohnung und schaue mir dort an, was es da ist. Abgesehen davon, kennen Sie diese Sendungen, die man im Fernsehen sieht, diese Messewohnungen, dass einen ja wirklich davon grausen könnte auch. Aber das sind arme Menschen. Ja, gut, das ist vielleicht jetzt überzogen gewesen, meine Reaktion, aber ich schaue sehr viel fern. Ich bin ein Mensch, der sich bildet und habe da wirklich Probleme damit. Ja? Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Messis dann am Sonntag irgendeine Karte ziehen und in Schönbrunn sich eine Wohnung unserer Ahnen oder so anschauen,
dann wird mir irgendwie doch ein bisschen mulmig. Weil vielleicht lassen die irgendwas mitnehmen oder sonst irgendwie. Oder noch schlimmer, lassen sie was da. Ja, ja. Just take that scenery floating by. We're now approaching New Port, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, high, so high society, high society. Verelendung Österreichs! Diese Verelendung! Es wird nie wieder so, wie es war! Die Politik hat uns über Jahre hindurch nur verarscht!